Hammer Talent and the Royal Navy. The Royal Navy. The Royal Navy. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Sommeranfang im Sommersender. Vielen Dank. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Danke. Vielen Dank für diesen freundlichen Empfang. Und ich glaube, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Heterosexuelle, liebe Bisexuelle und natürlich die neue Trendgruppe in unserer Gesellschaft, meine sehr verehrten Homosexuellen. Schauen Sie, heute der Titel im Stern. Heimlich schwul. Wieso heimlich? Wieso heimlich? Franz Müntefering, wir werden das nachher noch ausführlich würdigen, schlägt mehr oder weniger vor, homosexuelle Politiker sollten sich doch outen, sollten doch dazu stehen, denn, und das ist die Begründung, wer in diesem Fall die Wahrheit sagt, der sagt sie auch sonst. Das ist naheliegend. Es gibt keine schwulen Lügner, das steht fest. Ja? Und es ist alles geklärt. Wirklich. Und es ist ein gutes Zeichen für unseren Staat. Sie wissen, es gab unschöne Kapitel früher. Aber jetzt Toleranz, wohin man schaut. 64% der Deutschen können sich einen homosexuellen Bundeskanzler vorstellen. Das ist. Das ist. 64% einen homosexuellen Bundeskanzler, 3% mittlerweile sogar einen monogamen. Und ja, ich glaube, es liegt am beginnenden Sommer an den Hormonen. Die Themen, wann immer Sie die Zeitung aufschlagen, sind irgendwie sexualisiert. Wissen Sie, was man jetzt festgestellt hat? Eine britische Biografin hat festgestellt, Robinson Crusoe, Sie wissen doch, früher Weihnachtsvierteiler, kam da Sex vor im Weihnachtsvierteiler? Nein, du Robinson, ich Freitag, oder? Schiffe, ein paar alte Knochen, Schatzkisten, das war Robinson. Jetzt hat man festgestellt, Robinson Crusoe, der Original Robinson, hatte Sex mit Bäumen. Daher der Begriff Stechpalme. Früher, mit allem. Ja? Robinson Crusoe, er hat im Grunde, er hatte Sex mit allem. Mit Bäumen, mit Ziegen. Ja? Und ich meine, mit einem Baum schon sehr schwer vorstellbar. Ja? Jetzt habe ich noch gelesen, er benutzt ein Eichhörnchen als Kondom. Ich meine, da fällt man noch vom Glauben ab, oder? Sex mit allem, was lebt. Daher auch der Club Robinson. Wenn Sie das bei mir sehen, wissen Sie, heute bin ich wieder besonders stolz, ein Deutscher zu sein. Denn eine brandaktuelle Umfrage heute Mittag, aus dem Ticker gelaufen, wie wir im News-Bereich sagen. Jeder dritte Deutsche hat ein Ehrenamt. Und das ist eine schöne Sache. Nicht nur raffgierig, nicht nur Ich-Gesellschaft, nicht nur Ellbogen. Nein, jeder dritte hat ein Ehrenamt. Viele, viele arbeiten umsonst. Und die meisten merken das erst bei der Lohnabrechnung. In unserer Gesellschaft ist ein schöner Zug. Millionen Deutsche bekleiden ein Ehrenamt. 22 Millionen arbeiten umsonst. An dieser Stelle noch mein ganz herzliches Vergelt's Gott, meine lieben Hausfrauen. Ein schöner Zug. Ja. Meine Damen und Herren, ich kann vor Stolz kaum noch laufen. Was wird über unsere Jugend alles Schlechtes geredet? Drogen, Sex, faul, das ist alles richtig. Aber es gibt auch andere. Es gibt auch junge Menschen, wo wir sagen, sie bringen unser Land nach vorn, denn sie sind intelligent, fleißig. Und drei solcher jungen Menschen haben wir heute Abend bei uns zu Gast. Sie kommen selbstverständlich aus dem Dunstkreis unserer schmucken Landeshauptstadt Düsseldorf. Bundessieger im Wettbewerb Jugend forscht Abteilung Chemie. Oder wie wir in Süddeutschland sagen, Chemie. Sie wissen. Im Keller. Vorsicht, Kinder. Unsere jungen Menschen forschen nicht mit Sprengstoff, sondern mit Arsen. Da kann im Grunde nichts passieren. Und heute Abend bei uns, meine Damen und Herren, Platz 1 aus Hilden, Antea Refus, Frederik Kern und Marcel Wildschut.
Jan Forst. Und jeder, der, oder viele, die, sagen wir mal, chemisch sich interessieren, landen irgendwann vor Gericht, weil das Ganze natürlich auch schwer zu beschaffen ist. Und wir haben eine Frau eingeladen, meine Damen und Herren. Sie ist eine der erfolgreichsten Moderatorinnen überhaupt im deutschen Fernsehen. Aber sie ist Richterin. Jeden Mittag 15 Uhr. Rekordeinschaltquoten mit Fällen, die das Leben schreibt. Heute Abend bei uns Barbara Salisch. Ja, ich habe gestern Abend in der ARD diesen fantastischen Fernsehfilm gesehen, eine öffentliche Affäre, wo, großartig gespielt von Christian Quadflieg, der ein Sprecher der einer tagesthemenartigen Sendung, hieß MM wurde immer genannt in dem Film, eine Affäre hatte mit der Frau, die neben ihm sitzt. Man muss sich vorstellen, dass das denkbar ist. War natürlich Fiktion. Ja? Und er soll mit einer 17-jährigen Schülerin was gehabt haben. Mhm. Und dann wurde aber am Schluss, als er eine 10-minütige Rede hielt, in der auch dem Boulevardintendanten und dem Boulevardzeitungschef klar wurde, dass es Grenzen gibt, dass man für Quote und für Kommerz nicht alles machen darf. 10 Minuten hielt er am Ende seiner letzten Tagesrede. Er wurde rausgeschmissen. Eine 17-Jährige mit unglaublich großen Brüsten. Mit wahnsinnig großen Brüsten für eine 17-Jährige. Haben die 17-Jährigen heute solche großen Brüste? Kommt die 17-Jährigen, die ich vorher kannte, waren nicht mal Frauen. Wirklich. Und er hat sie in so einem kleinen Segelboot, weißt du? Mit diesen Tagesthemen-Moderatoren haben ja immer den Pullover so zusammengebunden, wenn sie auf ihr kleines Segelboot gehen. Und sie hat gesagt, ich bin 21, ich komme gleich wieder. Und ging in diese Segelboot-Toilette rein. Und er setzte sich ziemlich eng davor, vor diese Segelboot-Toilettentür und wurde misstrauisch. Denn diese 21-Jährigen heutzutage sind ja auch nicht mehr, was sie früher waren. Und griff in ihre Tasche und holte den Pass raus. Und sie war erst 17. Und dann kam sie raus und wie es so ist mit diesen 17-Jährigen, die Sex mit dem Tagesthemen-Moderator wollen, sie ziehen sich nackt aus, aber den Slip lassen sie an. Mhm. Falls die ARD das mitfilmt. Und da war natürlich Schluss für ihn, dann wurde er böse erpresst und so und am Schluss stellte sich aber raus, er war es nicht. Sehr, sehr, sehr guter Film, sehr nah an der Realität. Und vor allem diese 10-minütige Rede am Schluss, wo du wirklich, so hat der Chef des Boulevardplatz im Fernsehen gesehen, weil ihm klar wurde, mein Gott, ich bin zu weit gegangen. Für Auflage, für Kommerz, für Quote. Ich habe einen Freund geopfert. Und es ist von der Darstellung her etwas völlig anderes. Und da bin ich auch stolz, meine Damen und Herren. Wir werden Ihnen gleich einen Ausschnitt aus der Neuverfilmung von Das Boot zeigen. Ein neuer Schritt des deutschen Autorenfilms. Ein großartiger Film. Verwechseln Sie das nicht mit dem Film, dem Welterfolg von Wolfgang Petersen, den Sie kennen. Früher mit Grönemeyer und Prochnow. Es ist ein Film, der sich auf den berühmten Matrosenaufstand von Murmansk am 23. April 1924 bezieht. Ich werde Ihnen das nachher noch ein bisschen erklären. Dieser Film würde überraschend noch in den Wettbewerb genommen für den Deutschen Filmpreis. Nächste Woche in Berlin. Ein fantastischer Film, bei dem es auf sehr, sehr viele Details zu achten gilt. Aber zunächst mal zu Ihnen, meine sehr verehrten Homosexuellen. Sie sind ja zurzeit aus den Schlagzeilen nicht mehr rauszukriegen. Wie gesagt, der Stern jetzt komplett rosa, heute aufgemacht. Und Franz Müntefering sagt, und das ist eigentlich naheliegend, ich meine, die Arbeitslosigkeit ist geklärt, ja? Krebs, Herzinfarkt sind besiegt, Waldsterben ist weg, Robben haben 4 Wochen Urlaub im Jahr. Es ist im Grunde ist alles geregelt. Was wir jetzt noch wissen wollen, ist, wer schwul ist und dann können wir Feierabend machen. Ja? Insofern ist das von Müntefering naheliegend eigentlich. Berlin entschuldet, Blätter grün wie nie. Und wir haben uns gedacht, es ist doch mal ehrlich so, mit den Homosexuellen, ich finde, es muss den Leuten selber überlassen bleiben, wer sich outet und wer nicht. Aber man kann doch mal sagen, bei dem habe ich schon immer gedacht. Mal so rein aus dem Bauch raus. So mal rein emotional und sagen, also das ist doch bestimmt einer vom anderen Ufer, wie wir auf dem Land sagen. Ja? Und wir haben einfach mal Politiker aus dem Deutschen Bundestag, die sich vielleicht ein bisschen schwer tun. Wir wissen nicht, ob sie homosexuell, bisexuell, heterosexuell sind oder nur noch im Dienst der Partei unterwegs. Und wir zeigen Ihnen einfach mal prominente Politiker und Sie sollen mal einfach rein emotional sagen, nur aus dem Bauch raus, keine Festlegung, schwul oder nicht schwul. Ich finde, das ist eine schöne Aktion und wir machen es folgendermaßen. Das ist keine Festlegung, nur mal so vom ersten Eindruck. Ja? Weil nach dieser Aktion von Müntefering, wir werden ja in den Tagesthemen, wenn Wickert also sagt, guten Abend meine 17-Jährigen, also das war ja nicht Wickert, ich meine, das war nur ein Tagesthema. Nun zum Thema Kosovo. Guten Abend, ich als Homosexueller möchte sagen, und alle werden jetzt erstmal sagen, ob schwul oder nicht,
auch ob fremdgegangen am Nachmittag. Finde ich, kann man auch von den Politikern erwarten. Dass der Politiker sagt, entschuldigen Sie, ich mache gerade die Hose zu, ich komme gerade aus dem Kanzleramt, aber nun zum Thema Steuerreform. Das kann man erwarten. Ja? Ich finde, wer da ehrlich ist, der erhöht auch nicht einfach die Ökosteuer. Heimlich also. Wir machen es folgendermaßen. Ein echter demokratischer Vorgang, wie früher im alten Griechenland, wo ja alle schwul waren. Da gab es ja gar nichts anderes. Ja? Die haben sich ja fortgepflanzt durch Einkauf in Rom. Ja? Wie früher auf dem Marktplatz. Folgendes. Ich zeige Ihnen beliebte Politiker. Ich sage es nochmal. Wir wissen nicht, ob sie schwul sind oder nicht. Wenn Sie der Meinung sind, schwul, rufen Sie einfach rein, schwul. Ja? Ja? Wenn nicht, sagen Sie nichts. Okay? Nochmal, nochmal. Falls jetzt schon die Anwälte schreiben. Wir wissen nicht, ob diese Herren im Park oder im Darkroom oder sonst wo, ja, entscheiden Sie selbst. Sie sind der Wähler. Wer der Meinung ist, schwul, ruft es rein. Wer der Meinung ist, nicht, hält sich geschlossen. Nicht schwul. Sind nicht schwul? Verheiratet, drei Kinder, im Sauerland. Absolut hetero. Nichts. SPD, überhaupt nichts. Absolut. Zweite Ehe, glücklich verheiratet. Nicht schwul. Klarer Fall. Eins zeige ich noch, dann sagen wir. Vorsicht, Bundesjustizministerin. Verheiratet, Baden-Württemberg, tolerant, eindeutig heterosexuell. Aber offen für die anderen. Man muss sich nicht unbedingt staatlich formen, aber man kann es verstehen. Das Boot, meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen gleich eine atemberaubende oder atemraubende, wie wir im Feuilleton sagen, Neuverfilmung des berühmten Matrosenaufstands von Sverdlovsk am 21. Mai 1948. Und es ist eine große Diskussion entbrannt in den Medien. Ist es eine Liebesgeschichte? Ist es ein politischer Film? Ist es ein Film, der sich mit den Gefahren des Atomkrieges auseinandersetzt? Man kann sich nicht festlegen, ein kurzer Trailer, wie das in der Fachsprache heißt, bevor der Film dann komplett kommt. Das Boot, eine Neuverfilmung. Schau mal. Er wird immer größer. Du meinst? Ja. 8. Monat. Man spürt schon was. Ich nenn's nach dir. Fabrizio. Gleich mehr davon, das Boot. Es hat nichts zu tun mit dem Film von Wolfgang Petersen, sondern es ist nach einer Vorlage von Alexei Rodzhovmitrov. Es ist ein lange verschollener Roman gewesen in Russland und in Teilen der späteren Tschechoslowakei. Und wir sind noch immer bei unserer rein informativen aus dem Bauch aus Aktion Schwul oder nicht schwul. Sie wissen, Franz Müntefering fände es ganz gut, wenn Leute auch in diesem Punkt ehrlich wären. Wenn Sie der Meinung sind, schwul, rufen Sie es rein. Wenn Sie Meinung nicht schwul, bitte geschlossen halten. Schwul. Das, bitte. Peter Struck. Eindeutig glücklich verheiratet, auch eher tolerant. Viel in Leder zu sehen, das muss man sagen. Ja? Aber Motorradfan. Motorradfan. Und das ist schön, das wusste ich auch nicht. Es gibt im Bundestag eine interfraktionelle Motorradgruppe. Echt? Ja, die machen große Touren, also die fahren direkt Europa mit dem Motorrad ab und immer in Etappen und da sind alle, FDP, SPD und CDU, alle fahren mit. Schwul oder nicht schwul, meine Damen und Herren, bitte, was sagt Ihr Gefühl? Verheiratet, verheiratet, Bayern,
Präsidium oder Berater, bayerischer Ministerpräsident, untadelig, affärenfrei, ein Mann, der so klar und strategisch denkt, dass er von sich aus jetzt gesagt hat, nein, nein, soll Angie sich die Finger verbrennen bei der Bundestagswahl, ich nicht. Edmund Stoiber, tolerant in Bayern, obwohl es in Bayern keine Homosexuellen gibt, das ist auch merkwürdig. Ja. Aber wenn es welche gäbe, dürften sie selbstverständlich dort wie jeder andere leben. So. Eindeutig. Viermal verheiratet, meine Damen und Herren. Das heißt, das ist eigentlich interessant, kein einziger Homosexueller. Nein. Es gibt natürlich homosexuelle Abgeordnete und vielleicht auch Minister, wir wissen es nicht. Unsere Meinung hier in unserer privaten, kleinen, sympathischen Familienshow ist, es sollte Privatsache bleiben, jedes Einzelne. Wenn wir wüssten, dass jemand homosexuell ist, wir würden nicht mal eine Anspielung machen. Nein. Nein, nein, es ist Privatsache. Wenn hier ein Homosexueller sitzen würde, der tölt, der kreischt. Ich würde es so tun, als höre ich es gar nicht, weil ich sage, ich will den Menschen sehen und nicht die Tucke. Ich bin mir nicht mal, weißt du, hatten wir schon mal homosexuelle Gäste? Doch, morgen kommt Georg Uecker. Richtig, aber der bekennt sich ja dazu und ist sozusagen, ich werde morgen zu fragen, was er dazu hält, ja, davon. Ich hoffe, er schreit nicht gleich wieder mit Namen rum, wer alles auch sich mal outen sollte. Das ist immer so unangenehm. Ich sage es nochmal, wir, meine Damen und Herren, tolerieren Religion, Sexualität, Privatvermögen, Richtgeschwindigkeit. Es gibt eigentlich niemanden, der so auf Seiten des Staates steht wie wir. Und deshalb haben wir uns auch heute in unserer Autorenkonferenz entschlossen, ein Meisterwerk der Filmgeschichte zu zeigen. Sie alle kennen das Film, den Film Das Boot von Wolfgang Petersen. Der Titel ist irreführend, denn die wirkliche Vorlage für Das Boot ist ein kirgisischer Steppenroman, eine verschollene Gattung aus dem Jahre 1812 oder 1952. Da streitet sich noch die Forschung. Es geht in diesem Roman um Matrosen, genau gesagt um Bergsteiger, die in einem Trockendock bei Murmansk auf einen Befehl des Zaren warten. Das sollten Sie grob als Vorgeschichte kennen, um den nun folgenden Filmausschnitt zu verstehen. Es geht in diesem Film nicht nur um die Handlung, die etwa zu Weihnachten 1932 spielt, sondern es geht auch um die sogenannte Geräuschcollage. Das ist eine Entwicklung aus dem finnischen Kino. Das finnische Geräuschekino von Maika Hawkesmarken hat sich in diesem Punkt sehr weit nach Russland vorgearbeitet. Wenn Sie darauf achten, an einzelnen Szenen hören Sie, dass Textmotive und Musikmotive gleichzeitig horizontal und vertikal laufen. Dass es Spiegelungen gibt in den Motiven, in der Thematik. Dass teilweise in den Farben, die Sie sehen, eine Konkurrenz vorhanden ist zu dem, was Sie hören. Und vor allem, das ist ganz entscheidend, zu dem, was Sie nicht hören, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass dieser Film dem deutschen Kino einen entscheidenden Impuls geben wird, den wir alle so schmerzlich vermissen. Premiere morgen in 4000 Kinos in der Bundesrepublik. Eine Neuverfilmung, Regie Igor Rodjow-Mitrov, Das Boot. Ich gehe einkaufen. In die Metro. Wer hat die Treppe weggemacht? Komm, du bist wütend. Er hat's gemerkt. Ich glaube, das war nie ein Treppe. Gut, dass er weg ist. Ich hab die Treppe gesehen. Ja? Ich kann wieder laufen. Das ist ja unglaublich. Ja. Ja. Das kann uns retten. Komm doch dazu! Trommel endlich! Muss man dir alles einmal sagen?
mit den falschen Tüchern! Alles dann! Du kannst auch gleich gehen, Verräter! Ich wollte nicht mehr! Ihr seid alle unerträglich! Alle die Lügen! Reicht jetzt! Reicht! Schweige! Komm doch! Der Kutsche ist da! Er hat mich erschossen. Zum Glück habe ich die Schneeketten. Ich wusste, dass er keinen Schneid hat. Ach, Mann, doch. Das war ein Wetter, oder? Jetzt nimm du mal die, du riechst an den Luft. Aua! Du musst abnehmen. Ja. Verdammtes Boot. Dieses Boot bringt uns nur Unglück. Ich war von Anfang an dagegen, dass wir dieses Boot hier verstecken. Wir werden uns finden. Für dich, Jörg. Hallo, Herr Martin? Nee, das wird eingestellt. Nee, das nicht. Nee. Der nächste Programmpunkt ist weniger volkstümlich, meine Damen und Herren, nämlich Bauernregeln. Heute ist Sommeranfang und hier ist unsere Bäuerin Mitzi. Hallo Mitzi! Hallo Mitzi, schön, dass wir dich mal wieder sehen. Wir sehen dich ja immer nur zum Jahreszeitenwechsel. Ja. Mitzi, so, dann gib mir doch mal vielleicht als erstes diesen Milchkrug. Ja, danke schön. Ach, das ist eine schöne Sache. Ja. Hier, können Sie es lesen, ist schön für zu Hause. Sieht Mutti ganz verschwollen aus, war bummeln Sie mit Löwitsch Klaus. So, vielleicht mal die Schuhe. Dankeschön. Dankeschön. Das ist auch sehr schön. So. Wirst du im Sommer ignoriert, hast du Big Diet moderiert. Hast du einen Überblick, wo ist. Das ist auch ein schöner. Ja, ja. Im Sommer lässt sich Gysi nieder, im Winter steht die Mauer wieder. Einen haben wir noch, vielleicht den rosa Teller, oder? Ja. Nee, gib mir vielleicht doch das Kuchenblech. Das ist vielleicht besser. Danke. Danke. Das. Das ist schön. Der wird Münteferien gefallen. So. Hier. Das Schaf, das macht die Beine breit. Das kennt es von Klaus Wowereit. Ja. Mitzi, nimmst du die Sachen wieder mit? Ja. Dankeschön. Meine ersten Gäste heute Abend kommen aus. Hallo, danke schön. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Preis. Wann war die Preisverleihung? Wann war die denn? Das war im Mai, ne? Mai, ja. Im Mai. Wer überreicht den Preis?
Das war einmal der Chef von der Jury. Ja? Das war ein Professor aus München. Aha. Und dann haben wir noch einen Umweltpreis bekommen. Das war die Frau Behler. Dr. Behler? Frau Buhlmann, Entschuldigung. Unsere heterosexuelle Bildungsministerin. Das muss man ja jetzt immer dazu sagen. Ja? Wie ist das? Also, gibt es so eine Leistungsgruppe Chemie bei euch an der Schule, die noch über das eigentliche Fach rausgeht? Trifft man sich dann noch an Nachmittagen außerhalb des Unterrichts oder findet das alles im Unterricht statt? Wissen Sie die Antwort schon? Nein. Ja, warum? Gibt es. Ach so. Ja, wir haben eine Schule. Wie? Du glaubst, ich würde Fragen stellen, wo ich die Antwort schon weiß? Niemals. In welchem Bereich habt ihr gewonnen? Im Chemie. Ja, wunderbar. Ich meine, da steckt viel Freizeit drin, private Freizeit, nicht? Um das hier machen zu können. Man trifft sie nachmittags in der Schule? Ja, in der Schule. Ja, wir haben eine Chemie-AG. Ja. Und die geht meistens donnerstags von so 16:30 bis 18:00. Ja. Also offiziell, inoffiziell ist mal ein bisschen länger, mal ein bisschen weniger. Und man trifft sich da und forscht oder unterhält sich halt mit Leuten, die da sind. Unter Anleitung eines Lehrers? Ja. Wer ist es in eurem Fall? Herr Dr. Enzlin. Herr Dr. Enzlin ist mit hier. Ja. Ein sehr sympathischer Lehrer. Wie man sich den Lehrern so vorstellt? Bisschen schusselig, so, aber sehr, sehr von euch begeistert, sehr hilfreich. Ich habe das noch festgestellt vorhin, als er euch dann noch so ein bisschen gebrieft hat hierfür. Also er hat sich natürlich auch sehr gefreut. Was habt ihr jetzt genau herausgefunden? Wir haben eine Methode entwickelt, mit der man Arsen in sehr geringen Mengen nachweisen kann. Und zwar billiger und einfacher als anderen Methoden, die es bisher gab. Ja, Arsen, muss man sagen, für mich als Krimileser, Arsen und Spitzenhäubchen ist ein traditionsreiches Gift. Ja? Ja. Dass man eigentlich so der Tante, wenn sie nicht vererben will, in den Tee gibt. Und dann fällt sie irgendwie um, ist tot und der Kommissar kommt, sagt Herzversagen und man kriegt das Geld. Und ihr habt ein Verfahren entwickelt, mit dem man zum Beispiel Arsen im menschlichen Körper nachweisen könnte? Ja, würde klappen. Kann man. Ja. Was ist das Tolle an diesem Verfahren? Wie geht das? Also, okay. Vielleicht jeder, dass es jeder erklärt, hintereinander oder nein, oder alle zusammen? Also im Prinzip richtet Arsen das Gleiche auf dem Film an wie Licht. Und wenn man den Film dann halt entwickelt, ganz normal, ja. Sind dann die geringen Veränderungen, die ganz geringe Mengen Arsen auf dem Film auslösen, halt als Flecken auf dem entwickelten Film, auf dem entwickelten Bild dann zu sehen. Aha, das heißt, ihr braucht einen ganz normalen Fotoapparat, ja? Genau. Mit dem habt ihr Wasser fotografiert? Ja, indirekt. Wir haben hier so ein Probengefäß. Ja. Kann ich dir mal zeigen, ganz klein. Und da kommt die zu untersuchende Probe rein. Das heißt, wenn man jetzt in Bangladesch oder anderen Dritte Weltländern ist, kann man einfach das Wasser aus dem Brunnen nehmen, packt das da rein mit einer Säure und einem Metall. Und es entsteht Arsenwasserstoff, also einfach ein Gas, das hier durch diese Leitung strömt und in den Fotoapparat rein. Und ja. In dem Fotoapparat ist ein ganz gewöhnlicher kommerzieller Film drin. Ja. Und der reagiert mit diesem Arsengas, ja, praktisch wie auch Licht auf dem Film reagiert. Also im Grunde, ob ich jetzt Arsenwasser in diesen Foto reinträufle oder meine Verwandten fotografiere, macht keinen Unterschied. Auf dem Bild ist dasselbe zu sehen, mehr oder weniger. Also natürlich mehr nicht. Mehr oder weniger, ja. Ja. Ja? War, wieso Bangladesch? Da ist Arsen schon im Brunnenwasser? Ja, wir sind auf die ganze Sache gekommen durch einen Artikel. Ja, Tod durch Arsen hieß das. Ja. Und es ging um Arsen in Bangladesch und um die Folgen davon. Und deswegen war jetzt Bangladesch immer so unser großes Beispiel für alles. Verstehe. Gibt es auch bei uns? Ist unser Trinkwasser, ich meine, ich trinke hier kiloweise Wasser. Alle im Team bei mir mögen mich auch nicht. Und wie einfach ist es denn für diese Strauchdiebe bei mir hinter den Kulissen, mir da was reinzukippen? Relativ einfach. Aha! Und kann ich das irgendwie testen? Kann ich das fotografieren? Oder... Wie könnte man feststellen in so einem normalen Trinkwasser, ob da Arsen drin ist? Ja, man kann halt genauso, wie wir das halt auch für Bangladesch geplant hatten, einfach eine Wasserprobe in unser Gefäß reingeben, ja. Dann Säure und Metall dazugeben und dann halt eine ganz normale Messung durchführen und das dann hinterher auswerten. Ja, habt ihr mal Wasser getestet, das wir hier so kennen? Man kennt ja das Wasser irgendwie rechtsrheinisch, linksrheinisch, sind ja unterschiedliche Quellen, woher das Wasser kommt. Ja? Und wir haben hier... Das kenne ich eigentlich von meiner letzten Lungenuntersuchung, solche Fotos. Das ist, können wir das mal zeigen. Ihr könnt es ja erklären, das ist Wasser, rechtsrheinisch. Also wir haben ja einmal Arsenprobe, da haben wir Reinstwasser genommen und das selber mit Arsen versetzt, als Referenzprobe, als Vergleich. So sieht das aus. So sieht das aus. Und es gibt nichts anderes, was auf einem ganz normalen Film so aussieht wie Arsen. Also da kann man dann, wenn man das sieht, weiß man sofort Arsen.
Das ist dann Arsen. Also im Prinzip Antimon würde genauso reagieren, aber Antimon. Was ist das? Das ist auch ein Element. Also aber genauso giftig wie Arsen. Wirklich? Genauso giftig wie Arsen. Und es kommt viel seltener vor noch. Deswegen. Wo kriegt man eigentlich Arsen? Ich meine, ist es ein künstlicher? Nein, ich meine, ist es ein künstlicher Stoff oder ist das etwas, was in der Natur vor? Also in Blumen oder wo? Im Boden. Im Boden. Also in Bangladesch ist das zum Beispiel. Das ist im Boden drin und wie kommt es da rein? Durch den Regen. Wenn der Regen halt durch den Boden versickert, dann ist das im Grundwasser mit drin. Bei uns wird ja das Grundwasser durch die ganzen Klärwerke und Wasserwerke alles aufbereitet, aber das haben die halt an ihren Brunnen dann nicht in Dörfern. Und deswegen ist das bei denen ein großes Problem. Aha. Und man ist ja nicht gleich tot. Erst, glaube ich, auch Haarausfall und sowas, oder? Wisst ihr das auch, die Folgen von Arsen? So ziemlich alles. Also Schmerzen in der Brust, Haarausfall, Haut kann aufplatzen und hatte ich alles Mögliche. Schmerzen in der Brust, Haarausfall, Haut kann aufplatzen. Wirklich, das sind die ersten Symptome. Aber das sind natürlich auch Symptome für vieles andere, oder? Ja. Aber Arsen ist mit eurer Methode schneller und billiger nachzuweisen als mit anderen. Ist das richtig? Ja. Habt ihr euch das patentieren lassen? Ja. Wer hat das gemacht? Unser Lehrer, Herr Dr. Enzli. Aha. Habt ihr die Kontrolle, dass er es nicht auf seinen Namen hat machen lassen? Er hat es auf seinen Namen machen lassen. Wirklich? Das wusste ich nicht. Warum denn das? Ja, es ist einfacher, das zu vertreten, wenn das auf seinen Namen gemacht wurde. Wenn er jetzt so viele Leute alles organisieren und einer sagt, ich möchte aber hier noch ein Stück und ein anderer sagt, ich möchte aber das noch besser haben. Verstehe. Es ist einfacher, wenn das einer alleine macht. Ja. Er hat uns bis jetzt versprochen, dass wir beteiligt sind, wenn er mal die Kosten, die diese Patentanmeldung gebracht hat, wieder ausgeglichen hat. Und wenn nicht, er weiß, was ihn erwartet. Ja, wir wissen, was er tut. Und was er trinkt. Ja, genau. Kann man es auch ins Bier geben? Ja. Kann man das über viele Jahre in kleinen Dosen, wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht bestraft werden möchte, aber zum Beispiel ein Verwandten loswerden möchte, ja? Ich sage nicht nachmachen, ich sage das nur mal theoretisch, für mich als jemand, der gerne Kriminalromane liest. Wenn ich über Jahre lang immer wieder kleine Dosen Arsen ins Wasser oder in den Kaffee gebe, wirkt das auf Dauer tödlich? Sammelt sich das Arsen an im Körper? Ja. Es kommt darauf an, wie viel. Also wenn man ganz wenig nimmt, dann bildet man sogar eine natürliche Resistenz dagegen auf. Auch wieder nicht schlecht. Jeden Tag ein Löffelchen Arsen, um sich abzuhärten. Ja, Löffelchen ist ein bisschen viel. Ja, Löffelchen ist viel, aber die Dosis, das ist ja auch oder schwierig, wie groß, also wahrscheinlich kaum messbar. Also jetzt habe ich, das so sieht Arsen aus. Das ist Wasser linksrheinisch, das ist im Grunde, wo hier, also das ist die Seite, auf der der Dom ist, in Köln und so. Ist das ein gutes Zeichen hier? Das ist ein gutes Zeichen. Also unsere Referenzprobe, das waren etwa 2 Mikrogramm pro Liter. Ja. Der Grenzwert liegt bei 10 Mikrogramm pro Liter. Ja. Und das ist alles mit denen ungefähr vergleichbar. Also das würde ich sagen, ist ein bisschen weniger. Ja. Das ist ein bisschen mehr, das auch. Also das Wasser auf Ihrem Schreibtisch da, das ist nicht ganz so. Das ist noch das Schlechteste von allen. Ja, und ich kann euch sagen, warum. Das ist ein teures Mineralwasser. Da gab es schon mal große Aufregung, habt ihr das mitbekriegt? Ein Professor aus Freiburg hat gesagt, das Leitungswasser in Deutschland ist zu 80% besser als das Mineralwasser. Ja, stimmt. Und da haben die Mineralwasserindustrie ganz böse reagiert. Ja, es ist so. Ist das so? Ich sag meinem Team immer, sauft doch aus dem Hahn. Ja? Nehmt doch nicht die teuren Flaschen, legt euch dort runter und lasst euch direkt reinlaufen. Es ist gesünder. Ist das so? Es ist oftmals tatsächlich so. Es liegt an den Leitungen. Wenn zum Beispiel einen ganz alten Hauswohnung, wo noch Bleileitungen oder so drin sind, das ist dann schlecht. Aber was aus den Wasserwerken kommt, ist wirklich erste Sahne. Forscht ihr jetzt weiter oder habt ihr mit, ich meine, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, da den Bundes ersten Preis zu machen, oder habt ihr jetzt abgeschlossen und wendet euch neuen Aufgaben zu? Wir sind noch nicht fertig. Also da ist noch einiges verbesserungswürdig. Ich meine, die Apparatur ist relativ primitiv. Ja. Das Schöne daran ist, sie funktioniert. Ja. Aber wenn man jetzt den Leuten in Bangladesch also wirklich helfen will, was unser Anspruch ist, dann wäre es eigentlich sinnvoll, die noch etwas zu verbessern und dann auch richtig herzustellen. Gut, aber ich meine, ich glaube, die größten Nobelpreisträger haben letzten Endes mit simplen Apparaturen angefangen. Es geht ja erstmal ums Prinzip und dann ist es ja der Rest. Die Sache der Entwicklung vom Assistenten, oder? Der sich damit abarbeiten kann. Ja. Man selber hat den Nobelpreis, oder nicht? Wollt ihr alle in diese Richtung dann später auch studieren? Ja, bei mir Chemie-Ingenieurwesen. Nicht so ganz. Philosophie und Physik. Was auch in diese Richtung geht. Philosophie. Warum willst du weiterleben? Ja. Und bei dir? Bei mir sieht es im Moment nach Chemie-Jura aus. Jura? Ja, das auch. Das ist ja ideal. Sozusagen links schwirren und rechts reinschütten. Ja, so in die Richtung. Ja, ey, und so wird das so kombiniert oder wie? Ich muss es mal gucken, vielleicht. Ich finde das faszinierend. Ja? Werdet ihr da auch finanziell auch genügend unterstützt? Gibt es da Fördermittel? Wie viel Geld bekommt man da, wenn man das gewinnt? Wir haben insgesamt 6.000 Mark gewonnen. Ja. Ja gut, nochmal 600 noch dazu. Also ist ja je nachdem von Wettbewerb zu Wettbewerb ist das Preisgeld höher. Ja. Und der Bundessieg war mit 3.000 Mark dotiert.
Und dann noch der Bundesumweltpreis war nochmal mit 3000 Mark dotiert. Das summiert sich dann. Und wir haben das Glück, Nordrhein-Westfalen, unser forschungsfreudiger Ministerpräsident Clement, ich glaube, der macht 10.000 Mark ganz schnell mal locker, wenn er das jetzt hört. Weil Jugend forscht, das ist ja im Grunde für alle, die Stammzellen sich nicht leisten können, können ja erstmal mit Arsen ähnliche Ergebnisse erzielen. Zum Beispiel. Für mich als Laie jetzt mal so aus dem Bauch gesagt. Ja, fand es sehr interessant. Ich wünsche euch viel Erfolg. Lasst mal weiter von uns hören und vielleicht sehen wir uns eines Tages in Stockholm. Also nicht uns, ich sehe euch im Fernsehen, wie ihr den Nobelpreis entgegennehmt und sage, schade an, diese jungen Menschen waren bei mir und haben sie überlebt. Ja, alles Gute. Schönen Dank, viel Erfolg. Ja? Mein nächster Gast moderiert die erfolgreichste Sendung in Sat 1 und eine der erfolgreichsten Sendungen im deutschen Fernsehen. Jeden Nachmittag, 15 Uhr. Herzlich willkommen, Richterin Barbara Salesch. Schön. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem phänomenalen Quotenerfolg. Wirklich war der halbe Sender, dreiviertel Sender lebt von Ihnen, eigentlich der ganze Sender. Es ist unglaublich, wirklich. Es sind Rekordzuschauerzahlen, die Sie jeden Nachmittag auf einem der schwierigsten Sendeplätze, die es gibt, nachmittags um drei, ja, holen. Jung wie alt guckt sie und das ist phänomenal. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja. Und Mord durch Arsen. Wäre das auch ein Fall, der bei Ihnen verhandelt werden könnte nachmittags? Leider noch nicht. Weil? Ich habe kein Schwurgericht. Aha. Ich habe Amtsgericht und beim Amtsgericht darf man nicht sterben. Das heißt, man darf sterben, aber ja, nicht absichtlich. Nicht? Also wenn es jemand absichtlich macht, dann ja, geht es zum Schwurgericht. Das ist teuer. Das sind 5 Beteiligte dann, 2 Schöffen, ja, 3 Richter. Und Landgericht. Oh, das ist ja für den Laien auch nicht einfach, welches Gericht. Kann ich schon an dem Gericht, das für mich zuständig ist, erkennen, wie hart es werden könnte? Klar. Zum Beispiel der Herr Löwitsch, der jetzt dieses Pech hatte mit dem Krapper. Was war das für ein Gericht? Ich denke, es war das Amtsgericht, aber Schöffengericht. Ab 2 Jahre. Wer hat Glück gehabt? Ab 2 Jahre hier. Mhm. Ja, hat er nicht gekriegt. Er hat ja nein, aber das ist richtig. Ich weiß gar nicht, was angeklagt war. Ich glaube, sexuelle Nötigung. Und das ist halt nee, ich glaube, fahrlässige Trunkenheit. Und das dann nur? Als dumme Folge sexuelle Nötigung. Ja, aber diese dumme Folge, die bringt das ganze Ding ins Schöffengericht. Aha, du lieber Gott, was einem da allen drohen kann. Mhm. Da säuft man sich mal zu und krabst in so eine Ossi-Braut an und schon. Das ist ja fürchterlich. Also, man hat ja gar keinen Spaß mehr am Leben, oder? Ja. Was war Ihr Fall heute Nachmittag? Heute Nachmittag hatte ich Vergewaltigung in der Ehe. Oh, wer wurde vergewaltigt? Die Frau? Heute ja. Ja. Heute ja. Es wird immer automatisch vorausgesetzt, das kann nur die Frau betreffen, es werden auch arme Männer vergewaltigt. Ist das so? Es kommt vor. Es ist etwas schwieriger, aber das hatte ich auch schon verhandelt. Da haben die beiden Damen ihn natürlich ans Bett gefesselt und dann war es nicht mehr so. Wieso zwei? Die Ehefrau und wer? Nee. Die zwei, die wollten sich einfach nur rächen. Die waren in einer Bar ja, und diese zwei Jungs haben sie blöd angemacht und dann haben sie gesagt, komm, den einen nehmen wir mal mit und dann... Das so dazu sind Frauen heute fähig? Also Frauen sind so viel mehr fähig, als man glaubt. Ja? Wir sind nur besser irgendwie, also statistisch sind wir sowieso besser. Weil ich glaube, höchstens 20% aller Angeklagten sind Frauen. Also entweder bei 50% Bevölkerungsanteil. Ja? Entweder sind wir die besseren Menschen, ist ja klar, ne? Oder wir lassen uns nicht so arg erwischen. Ich meine, ja, ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Ja. Vergewaltigung in der Ehe. Ist aber natürlich ein heikler Fall, weil, ich meine, da ist ja die Beweisführung, vor allem für den, der beweisen soll, dass er unschuldig ist, doch relativ schwierig, oder? Normalerweise relativ leicht. Wieso? Ist doch niemand dabei. Ist eine Aussage gegen Aussage, normalerweise ist recht schwer. Und hatten wir heute Mittag, kann ich ja verraten, einen Nachbarn. Der hatte als Hobby angeblich Astronomie. Die hat sich aber immer im Schlafzimmer bei den anderen, es kippte, das ist so ein Tipp-Teleskop wahrscheinlich, ne? Ja, und er war immer auf dem Sofa. Haben Sie so einen Nachbar oder haben Sie ein Teleskop? Ja, der ein Kippteleskop. Ja, und dann hat er sich wirklich das, ich weiß nicht, mit Genuss vielleicht nicht unbedingt, aber wirklich mit großer Neugier hat er sich die gesamte Vergewaltigung angeschaut. Und es war ein bisschen schwierig, den als Zeugen zu kriegen. Und weil er damit ja auch verrät, dass er so ein bisschen spannt. Ja. Mhm. Ja. Aber es hat er sich dann irgendwo dann gesagt, ja, okay. Wie war, zu Ende. Wie war das Urteil? 3 Jahre für den Ehemann. Ohne Bewährung? Ja, klar, geht nicht mehr. Ab 2 Jahre gibt es keine Bewährung mehr. Bitte.
Bitte? Er kann einen Gnadengesuch stellen. Oh, oh. Und an wen geht es? An den Bundespräsidenten? Nicht direkt. Da muss er Terrorist sein. Es geht an den anderen. Gnadenentscheidungen sind Ländersache, also immer der Landesfürst. Also müsste ich jetzt an den Landesfürst, sehr geehrter Herr Clemens, zum Beispiel. Dummerweise Vergewaltigung in der Ehe, ja, sorry. Ja. Er soll was gegen die Spanner unternehmen, ja, zum Beispiel. Das, ne, heißt 3 Jahre Gefängnis. Davon verbüßt er 2 in aller, ja, Regel, 2/3. Aber das ist natürlich eine happige Vorstrafe, ne? Würde ich so sagen. Ja. Ist aber ein happiges Delikt, oder? Ja, klar, aber also ich bin da oft irritiert, wenn ich zum Beispiel die Verhältnismäßigkeit sehe. Ja? Also wenn ich sage, sagen wir mal, Vater von Steffi Graf, der doch stark verbrummt worden ist für, gut, Steuerproblemchen. Hm. Aber verglichen mit dem, was dann einer kriegt, der zum Beispiel im Suff jemand überfährt, ja, finde ich, kommen diese Leute dann eigentlich relativ günstig immer weg. Verglichen mit, wo ich sage, okay, da geht es letztendlich doch nur um Geld. Also als Laie ist es manchmal schwierig nachzuvollziehen, das Strafmaß. Das glaube ich, aber ich hoffe einfach, dass wir mit der Sendung auch mal so ein bisschen Klarheit haben. Ja, mit Sicherheit. Weil ich mache immer die Urteile, die ich in Wirklichkeit auch machen, ja, würde. Also von der Strafhöhe. Und gerade bei fahrlässigen Tötungen, es klingt blöd, wenn ich sage, ich liebe diese Fälle, aber ich finde die ausgesprochen interessant darzustellen, ganz unterschiedlich. Es kann so ein kleiner Schubs sein. Sie schubsen mich da eben runter. Ja. Also ich meine jetzt nur in Theorie. Nee, nur, ne? In Theorie, ne? Ja. So. Also und so ein kleiner Schubs passiert unendlich viel. Quote bei Sat.1, ne? Alles total natürlich, weg. Natürlich, Mord zum Beispiel, im Dienst des Senders. Ja, genau, dieses, ne? Naja, Mord nicht. Nein, nein, das Mord ist ja schon wieder ganz... Ich versuche Ihnen... Fahrlässige Schubserei. Wunderbar, ja, so. Oder es gibt eben auch so richtig bösartige Fahrlässigkeit. Dann ist die Strafe natürlich viel höher. Ja. Also wenn Sie erst anständig saufen und dann hinterher jemand fahrlässig um die Ecke bringen, ist die Strafe viel, viel höher, als wenn Sie aus Versehen jemand... Aus Versehen. Aus Versehen. Ja? Das ist das Entscheidende. Man muss vielleicht sagen, es sind nicht die original Betroffenen, die bei Ihnen... Nein. Nein. Nein, nein, das gilt nicht. Ah, es gilt nicht, weil das Gesetz, an das ich mich erhalten muss, spätestens als Richterin, verbietet das. Ja. Ich kann keine Strafsachen in echt machen. Früher die Schiedsgerichtsverfahren, die konnte ich natürlich in echt, ja, machen. Ne? Das waren echte Parteien und so weiter, da waren wir alle echt einschließlich. Ja. Und jetzt haben wir Komparsen als Angeklagte. Sind das Laien? Ja, klar. Aber ich muss sagen, es ist unglaublich. Ich habe neulich einen Fall gesehen, da brach wirklich so ein junger Mann, der da verurteilt wurde, förmlich zusammen. Also er kriegt den Heulkrampf. Und auch Sie wirken eigentlich schon so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, das ging Ihnen nahe. Wirkte ja zumindest so über den Schirm. Und das sind Laien. Da fragt man sich ja, also wie kriegen die das hin? Also ich dachte wirklich, also jetzt reden die das mit den echten Leuten. Nein. Die sind so betroffen von der Atmosphäre? Ja, sie sind betroffen. Ich meine, ich kenne die vorher auch nicht. Und ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wie die sich reinfallen lassen in ihre Rolle. Sie wissen in etwa, was auf sie zukommt und welche Rolle sie in etwa zu spielen haben. Da ist aber nichts vorgegeben. Also wir haben ungemein viel Bandbreite an Spontanität. Aber wenn ich reinkomme, ich habe einen richtigen Gerichtssaal bei mir im Studio gebaut. Ja. Das hat sofort die Atmosphäre wie ein Gericht. Und ich nehme die Sachen ernst, das merken die. Und damit verfließt bei uns irgendwie, ich sehe ja sowieso keine Kameras, also es verfließt alles und es wirkt wie echt. Und es ist dann also fast echt. Ja, es ist absolut. Also es und wenn zum Beispiel, wir haben so Klamauk, gestern hatten wir eine Sache, nee, am Montag hatten wir eine Sache abgedreht, da war so richtig Action im Gerichtssaal und Dr. Hohnel, unser Verteidiger, wusste das nicht, ne? Und er war völlig überrascht und dachte, er müsste helfen und da klammerte sich jetzt an seinen Angeklagten, an seinen Mandanten, brachte das ganze Studio nahezu irgendwo zum Einsturz, das war köstlich. solche Sachen haben wir. Die mag ich auch ganz gern, aber ich mag viel lieber die Sachen so, wo so Unfälle passieren oder wo, es klingt blöd, ne? Aber ich meine, als Strafrechtler hat man die gleiche Schlachtermentalität wie ein Chirurg oder so. Ja, ja. Ne? Also man redet da ganz anders drüber. Verstehe ich, klar. Und also ich mag dann so, da waren wie heißen diese Hunde da, diese Totschlagshunde da, wie heißen die? So Pitbull und so. Ja, ja, ohne dass wir die diskriminieren wollen. Oh, Gottes Willen, ja, genau. So. Also es gibt solche und solche, ja, es ist immer das Herrchen. Ganz liebe und es war auch nicht der Pitbull angeklagt, sondern das Herrchen. Insofern war es klar. Schon eine Verbesserung. Eben. Und da hat sich die Frau zwischen dem Mann und dem Kind zu entscheiden gehabt. Und sie hat sich für den Mann aber mit Pitbull entschieden. Der harmonierte nicht mit dem kleinen Kind. So, haben sie immer weggesperrt, einmal vergessen das Wegsperren, waren im Kino und das Kind war natürlich tot. So, und das sind Sachen, die ich
gerne auch im Fernsehen verhandle und zeige, wo man so Emotionen auch hat, wie schnell was passieren kann, wie man aus Egoismus sich hinwegsetzt, man will es alles nicht, man sieht die Betroffenheit der Mutter und das, da kann sich auch jeder Komparse reinversetzen. Deshalb braucht er jetzt nicht zu spielen. Ja. Das ist er. Ja, aber trotzdem. Das ist er in dem Moment. Es wirkt absolut authentisch. Der Erfolg gibt Ihnen mehr als recht. Bleiben Sie uns lange erhalten im Sender und weil es mich auch wirklich selber interessiert, was Sie da machen. Ja? Schönen Dank für den Besuch. Bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Alles Gute. Jeden Tag um 15 Uhr. Barbara Salisch, meine Damen und Herren. Dankeschön, gute Nacht.